So, hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Mind. Wir wollten jetzt eben schnell... Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo wir hinwollen. Falls das Spiel zu laut ist, tut es mir leid. Ich teste gerade, weil ich gemerkt habe, dass das Spiel ziemlich leise ist und ich immer vergesse bei der Aufnahme, dass ich ja bei mir ein Gain drin habe. Ach, wir können doch noch zur Klinik. Super. Dann gehen wir dort mal hin. Mal gucken, was da rauskommt. Welche Schandtaten sie jetzt verüben. Also, falls es zu laut sein sollte, tut mir leid, ich teste noch. Ich habe es allerdings auch, da hackte das Spiel, extremst leise auf meinen Ohren, weil ich Ohrenschmerzen habe. Hallo, warten Sie schon auf mich oder sind Sie in der Raucherpause? Willkommen im Kurtz Recreation Center. Hallo. Willkommen zurück, Mr. Newman. Hi. Ich will zu John, jetzt. Das geht nicht. Ihr Sohn ist in einer... Schon klar. Da muss ich wohl die, es selbst machen. So, das letzte Mal waren sie hier, glaube ich. Sie können da nicht rein. Wie Sie sehen. Das werden wir sehen. John! Sir, ich muss Sie bitten. Das interessiert mich nicht. Ich gehe da jetzt rein. Die Drohnenschächte. Eine Werkstatt ist das oder was ist das hier? Können wir da durch? Nein, da ist eine Scheibe. Immer noch. Ja, Scheibe. Okay. Aber da. Ach, das wird ja interessant, wenn wir nicht mal den Schacht treffen. Oh, so müssen sich Daten im Computer wohl auch vorkommen. Das hilft meinen Kopfschmerzen sehr. Potential Bug. Das war aber nix. Können wir es nochmal machen? Ja. Corrupted Messenger Detective. Okay, müssen wir den richtigen Weg finden. Nein. Oh. Wir fliegen mal geradeaus. Da geht's aber anscheinend nicht weiter. Wir müssen einen der Wege nehmen. Willkommen bei Observer. Ach du, woher soll ich denn jetzt wissen, wo ich lang muss? Ach, guck mal, die haben alle... Ah. Dadurch weiß ich, wo ich lang muss. Die haben alle Gitter vor, nur das hier nicht. Oh, 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 oh. Ihr kriegt mich nicht. Vergesst es. Der wird schon wieder rot. Und jetzt? Dadurch? Nee, das ist der... Ach, das ist richtig, das kennen wir doch. Was? Niemand ist hier. Das ist das Labor, wo wir schon drin waren. Oder? Info City 6. Keiner folgt mir, keiner folgt mir her. Hm? A19, T112, G14, C15, Potenz 45. Was sehen Sie, Mr. De Palma? Schwarz. Was? Schwarz, um genau zu sein. Nächster. A19, T112, G14. Was auch immer Sie sich C15, da. Potenz sagen. 49. Und jetzt? Okay, hier kommen wir nicht durch. Was sehen Sie jetzt? Blau. Kobaltblau oder Aquamarin. Schon viel besser.
Bitte bleiben Sie noch eine Weile sitzen. Oh, 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 nein, 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 nein. Anscheinend ist es richtig. Oder? Das würde jetzt keine Cutscene kommen. Na, wer liegt denn da? Home sweet home, Dr. Kurtz. Die Prozedur ist immer noch inakzeptabel. Geburten sind nun mal schmerzhaft. Ja, das müssen wir ändern. Ist Kurtz? Wir werden den Transfer beschleunigen. Governor Kane. Und? Es gibt Probleme. Kurtz ist in einem Körper oder was? Was ist mit ihm? Er lebt. Er hat sich reorganisiert. Ausgeschlossen. Sein Behälter wurde bei dem Anschlag vernichtet. Er ist vorher entkommen. Er läuft seit Tagen in Berlin herum, sucht seine Familie. Er muss sofort neutralisiert werden. Und ich möchte jetzt einen vollständigen Status hören. Richard. Was macht die Drohne hier? Euch beobachten, mehr nicht. Valerie, bist du das? Okay, um Nolan werde ich mich kümmern. Wir haben jemanden, der uns dabei unterstützen kann. Eine unserer Kopien hat Kontakt zu ihm. Ihre Zeit läuft ab. Vielleicht lässt sie sich auf einen Handel ein. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich will nicht. Das heißt, ich bin nicht mehr, oder? Governor Kane ist Raymond Kurtz. Erklärt das auch den Zustand von Newman? Newman haben wir ständig untersucht. Er ist komplett. Im Großen und Ganzen. Komplett? Was soll das heißen? Ist er komplett oder nicht? Nun ja, wir hatten ein paar Probleme bei der Reprogrammierung, aber... Wieso erfahre ich das erst jetzt? Wir haben das im Griff, Raymond. Wirklich. Diese verdammten Anschläge müssen aufhören. Die verkann ich nicht, verdammt. Also... Ist Richard bereits in diesem Experiment gewesen, oder was? Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Sieh mal hier. Ah, guck mal, da. Ein neuer Algorithmus. Evolutionär. Aber kein Abbruchkriterium. Die Schleife kreist einfach immer weiter. Algorithmus? Kann das Probleme machen? Ich weiß nicht. Kannst du die Schleife nicht stoppen? Doch, sicher, aber wer weiß, wozu sie gut ist. Wir sollten das im Auge behalten. Machen wir noch einen Vollscan. Was bei dem Jungen machen Sohn? Wir es auch. Folge Kane und Sykes. Sobald ich hier durchkomme, gerne. Ach komm schon, doofe Drohne. So schwer kann das doch nicht sein. Wo sind die beiden? Oh, ich muss runter. Dahin. Was haben die beiden vor? Oh, schicker Wagen. Ein der neueren Modelle. Sie haben Verbindung. Jeff ist darin involviert. Ich wusste es doch. Sie haben einen Mann hochgeladen. Er nennt sich Charlie. Seid ihr wahnsinnig? Ist euch klar, was der hier anrichten kann? Natürlich. Wir wissen erst seit kurzem davon. Aber wir arbeiten bereits an einer Prozedur. Komm mir nicht mit Prozeduren. Findet ihn und löscht ihn. Über die Konsequenzen sprechen wir noch. Wohin darf ich Sie bringen, Sir? Zum Dom. Richard hatte mit allem recht.
musst du jetzt auch einsehen. Wie korrupt doch die Welt ist. Mal gucken, ob ich jetzt erwischt werde. Richard hatte recht. Meine Familie. Amy. Und Governor Kane. Hat sie das alles... Ist sie auch involviert? Kann ich sie anrufen? Amy? Dieser Kontakt ist offline. Nee. Das ist mit Richard. Dieser Kontakt ist offline. Dann nicht. Dann, gehe ich zu Amy. Ich kann nicht zu Amy. Die ist nicht da. Wo fährt sie uns jetzt hin? Wir hatten gar keine Möglichkeit, zu wählen. Ist das dieser? Ich habe seinen Namen vergessen. Hey, nicht weglaufen! Was denn? Ich kenne sie nicht. Charlie, genau. Richtig? Wir kennen uns nicht. Nein, aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Richard Nolan. Okay, nicht hier. Ja, wo sonst? Wir werden beobachtet. Aha. Ich meine, klar, was sie hier geschaffen haben. Verdammt beeindruckend. Aber auf Dauer, das ist doch nicht das Leben. Wie hältst du das aus? Ich bin ja gar nicht richtig hier. Es gibt mich und es gibt Richard. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Zu wissen, dass man ein Konstrukt ist. Wir wussten es ja vorher nicht. Vorher ging es uns gut. Schönen Tag, Mr. Newman. Schönen Tag, Miss Patrick. Braucht hier oben eigentlich keiner? Nirgendwo ein verdammter Automat. Tja. Ist ja nicht so, als könntet ihr an Lungenkrebs sterben. Ohoho, wir sind so glücklich, wir brauchen keine Drogen. Wir haben unsere eigenen Drogen. Schisten. Glauben, dass Maschinen Moral entwickeln. So eine als ob. Die Maschinen, die wollen nicht sein wie wir. Im Gegenteil, sie wollen, dass wir so werden wie sie. Die richten uns ab wie Haustiere. Wenn wir Glück haben, füttern sie uns. Jetzt reg dich ab. Was rede ich von uns? Ihr existiert nicht. Nichts von all dem existiert. Sir, könnten Sie bitte etwas leiser sprechen? Halt's Maul, Datensatz. Du bist keine Person, das weißt du, oder? Dann sag mir, wie ich wieder zu einer werde. Einer echten Person. Wie du. Tja. Vielleicht gibt's einen Weg. Ist der überhaupt ich echt? Ich brauche deine Hilfe. Ich sitze fest. Rauf zur Hölle ist einfach. Aber wieder runter. Irgendwo muss eine Download-Schnittstelle sein. Wahrscheinlich im Dome. Aber da komme ich nicht rein. Wir auch nicht. Würde mich sofort erwischen. Aber deine Amy arbeitet da, oder? Du müsstest mich nicht reinschmuggeln. Ich brauche nur ein paar Koordinaten. Dann brauche ich auch etwas von dir. Ich will mehr über deine Welt wissen. Meine Welt? Schau doch einfach die Nachrichten. Du kannst in die Kanäle von The Voice einhacken. Ein beliebiger Tag aus den letzten Jahren, dann weißt du Bescheid. Ich gebe dir die Zugangscodes und du hilfst mir den Daumen. Abgemacht? Gut. Gib mir bis heute Abend. Sei um Mitternacht wieder hier. Warte, was genau hast du vor? Vertrau mir. Wir werden uns was einfallen lassen. Newman! Ja? Du erzählst niemandem von mir, verstanden? Ja, ja. Wo muss ich jetzt hin? Die Arbeit? Oder nach Hause. Dabei sind eigentlich zu viele Menschen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ah, da kommt Adam, den Mund voll von Neuigkeiten. Natürlich. Adam? Hi, Fred. Krankgeschrieben. Ich bin nicht krank, Fred. Doch bist du. Krank und uneinsichtig. Ja. Ich mag zwar krankgeschrieben sein, das heißt aber nicht, dass ich nicht komme.
wie der deutsche Arbeiter nun mal ist. Feiert kein Krank, arbeitet trotzdem. Das klingt gemeiner als es ist, aber es ist ja so. Wir Deutschen achten nicht so auf unsere Gesundheit. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Wieso muss ich eigentlich bei jeder Aufnahme niesen? Kann mir das mal jemand sagen? Okay. Mal gucken, ob wir was auf die Beine kriegen. Hier ist der Newsflash von The Voice, ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Auf ein Produktionsgebäude von Kurtz Robotics ist ein weiterer Bombenanschlag in der Lage, auf die jedes Ziel auf gegnerischem Territorium in Minuten zu finden. Stockwerke hohes Verwaltungsgebäude wurde von 5 Marschflugkörpern getroffen. Die Was? 250 Stockwerke? Bis wohin geht das denn? Die organisierte Kampagne eines kriminellen Netzwerks oder eines gegnerischen Geheimdienstes schließt man auch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen nicht mehr aus. Was schaust du dir da an? Geheime Sachen. Ist das ein Thriller? Nein. Das ist mein Zuhause. Sieht eher aus wie die Vergangenheit. Ist es ja auch. Eine Vorvergangenheit. Also sinngemäß eine doppelte. Wohin gehst du? Weit, weit weg. Von dir. Weit, weit weg. Folge mir nicht. Amy. Ich muss mit Amy reden. Können wir sie telefonieren? Ich hab's schon wieder getan. Dieser Kontakt ist offline. Amy! Nie, wenn man dich braucht, bist du da. Folgst du mir? Adam, wo du jetzt wieder halbwegs zurechnungsfähig bist. Bin ich? Wie sieht's aus? Elysium Fields? Liquid Sky? Ja, sicher, das machen wir. Perfekt. Ich rufe dich an. Danke. Es geht eben nichts über einen echten Freund. Hey, war das gerade sarkastisch? Mhm. Das war sarkastisch. Er fühlt sich nicht wohl. Tja. Ich hab's ihm ja gesagt. Klar hast du es mir gesagt. Ich kann nicht auf mich selbst aufpassen. Es war eine scheiß Idee zu spielen. Ich habe Kopfschmerzen. Allerdings kann ich dann mit der Straßenbahn will ich dieses Spiel endlich fertig zum kriegen. Geht's nur mit dem Havak. Zum Dom geht's nur mit dem Havak. Zum Dom geht's nur mit dem Havak. Ja. Zum Dom geht's nur mit dem Havak. Wo ist denn das Havak? Findet ihr da? Ich muss sofort mit Amy reden. Ja, wie? Sag's mir. Havak. Cool. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich dachte, das seien irgendwelche Konstrukte als Kunst. Ich dachte nicht, dass das ein Auto ist. Aber jetzt, wo ich so sehe, sind das so Leihwagen oder was? Es ist erstaunlich, was wir alles nicht wissen. Was wir ignorieren. Was wir verdrängen. Viel zu viel. Und an das, was wir sind. Und wir verlieren den Glauben an das, was wir sein könnten. Dabei gibt es von allen Fragen der Welt nur eine, die du dir täglich stellen solltest. Bist du wirklich glücklich? Manchmal. Bist du oder bist du nicht? Das ist die große Frage. Dinge, die du gerne vergessen würdest. Und das ist jetzt möglich. Mist. Viele Menschen vergessen das Glücklichsein im Leben. Das weiß ich. Wir haben eine Mission. Lassen Sie uns in Ruhe. Der Luftraum. Wie dumm haltet ihr mich? Was? Ich will mit meiner Frau reden. Sir, wir brauchen Sie eindringlich. Kehren Sie
Halt's Maul. Ich will mit Amy reden. Die Rücke doch trotzdem noch bleibt. Amy. Können wir nicht schneller fahren?